wenn sie aus Liebe närrisch wird, so wäre sie es früher oder später auch ohne Liebe geworden. Ja. So, genug von ihr! Denn dass die Verbindung des Grafen Appiani heute vollzogen wird, ist nicht viel mehr als gar nichts. Des Grafen Appiani? Mit wem denn? Es ist eine gewisse Emilia Galotti. Wie Marinelli, eine gewisse Emilia Galotti. Was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue? Alles, alles, was diesen Streich abwenden kann. So lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Habe ich dir schon erzählt, dass der Prinz unsere Tochter gesehen hat? Der Prinz hasst mich. Vielleicht weniger, als du denkst. Er sprach von Schönheit, ja, von Liebe. Alles, was ich träume, predigt mir seit gestern und ehegestern diese Wahrheit. Meine Tochter. Wenn wir die Braut in unserer Gewalt hätten, so stünde ich dafür, dass aus der Hochzeit nichts werden soll. Wenn Sie das zu machen wüssten, so würden Sie nicht erst lange davon schwatzen. Was ist das? Was gibt es? Können Sie nicht auch nennen, Ihr Herr, einen Schuss fallen? Wo ist sie? Bester Gesellschaft. Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Auch ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Graf Appiani ist eben von Räubern erschossen worden. Er ist tot. Dieser Mann wird es uns auf den Kopf zusagen. Der Prinz ist ein Mörder. Der Prinz ist ein Mörder. Entweder ist nichts verloren. Oh Gott, was habe ich getan? Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert.